Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. Ich bin heute mal alleine auf dem Server, alleine im TS. Muss es auch mal wieder sein. Ihr müsst mich auch mal wieder alleine am Arsch haben. So. Also, kleines Update zu mir. Ich habe mir mal hier diese 10 Bonus Red Heart Kanister gegönnt. Also, ich glaube jetzt hier orangene Herzenfalle, die es nächstes Mal ist. Werden gemacht hier aus diesen roten Miniatur Red Hearts. Necrotic Bones von Wizard Skeletten. Jeweled Apple und Empty Kanister. Die Kanister sind einfach nur 4 Alu. Und die Jeweled Apple sind schon mal teurer. Apfel und 4 Dias, also insgesamt 40 Dias sind draufgegangen. So, wir könnten jetzt eigentlich noch hier die Yellow Hearts machen, bloß die sind mal teurer. Wir brauchen auch schon so die Red Heart Kanister plus einen OP Gold Apple, also den aus Gold bleiben. Können wir später mal in Angriff nehmen, jetzt aber noch nicht. So. Was nehmen wir denn heute vor? Ich habe erstmal gedacht, dass wir da hinten. Ich habe jetzt hier so ein paar Level wieder angesammelt. Also die sind jetzt 62 drin. Könnten wir schon mal dann hier die Capacitor machen, die jetzt noch fehlen. Na. Die sogenannten Octadeck. Da brauchen wir Vibrant Alloy, 8 Stück von. Das ist Energetic Alloy und eine Enderperle. Das Energetic Alloy kann man ja dann auch schon mal soweit anfangen. Davon brauchen wir 8 Barren. Entschuldigung. Dann 8 Redstone. Und Glowstone brauchen wir. Das hau ich mal ganz schnell in die Enrichment Chamber. Da kriegen wir auch zu 100% hier raus. Hier bitte noch ein bisschen Stahl am Durchbrutzeln. Dachte ich, das können wir mal hier brauchen. So, das haben wir. Redstone, Gold und Glowstone geben das schönste Material auf der Welt. So, wir brauchen aber noch Capacitor. Brauchen wir 2. Und von denen brauchen wir also 4 pro. Wir brauchen 16 von den Capacitern. Dann machen wir das einmal so. So und so. Dann einmal die normalen Capacitor craften. So, und bevor jetzt hier irgendjemand ankommt, dass es bei mir leckt hier, wenn ich am craften bin, habe ich gestern vom lieben Trivolo erfahren. Das ist momentan vom NAI, dass das so am Lecken ist. Also die Lecks kommen wirklich von Not Enough Items, weil hier die wirklich ganzen Items angezeigt werden oder so. Der Mottenfilter von NAI, ich weiß gar nicht, was das ist. Dem ist der Bug auch bekannt. Es ist also nicht nur bei mir, es ist auch bei anderen. Wird aber noch behoben. Ah ja, ich habe das ganze Pulverized Coal mal verarbeitet. Wofür können wir eigentlich mal einer der nächsten Folgen mal in Angriff nehmen? Aber ich bräuchte 8 Stück. Also wollen wir nochmal schnell in die Sackmühle. Gut, das Energetic Alloy ist fertig. Machen wir schon mal das Vibrant raus. Da hauen wir jetzt aber die ganzen Enderperlen, die wir noch übrig haben, rein. Ja, hustenmäßig ist bei mir noch nicht besser geworden, wie ihr schon bekommen habt. Aber meine Stimme ist ja wieder da. Ich kann schon wieder schön auf die Nerven gehen. Warte, man kriegt aus. Hä? Keine Kohle sind. Ach, das hat auch eine Chance. Das ist schön zu wissen. Wie gesagt, aber wir brauchen 8. Und jetzt brauche ich nochmal 16 Energetic Alloy. Das sollte sogar vom Glowstone reichen, wenn ich mich nicht total vertue. Glowstone muss ich eigentlich wirklich mal neu farmen. So, das Vibrant Alloy wird jetzt fertig. Dann wird fertig gemacht. 16 davon. Und 16 davon. Oh, ich liebe diesen Song, einfach diesen Soundtrack. Für alle, die wissen wollen, von wem das ist OC Remix Hashtag 3193 Super Mario 64 Sunken Ship Dire Dogs. Ein wundervoller Remix.
Dann machen wir das jetzt einfach schon so. Und wir brauchen nur noch auf das Energetic Alloy und wir haben die Octadic-Kapazität. Gut. Was ich dann jetzt noch vorhabe, ich habe ja mal was so noch ein bisschen gefarmt. Ich will jetzt extra schon mal Wurzeln die Kanismen-Kiste. Ich habe da ein bisschen Salz gefarmt. Und wenn wir damit vorhaben. Oh, das ist sogar noch viel zu viel. Guck mal, tun wir das mal hier rein. Das seht ihr gleich. Oder vielleicht in der nächsten Folge, je nachdem, wie lange jetzt hier die Rüstung dauert. Dann machen wir schon mal die ersten Kapitel da fertig. So, zwei Double Layer schon mal. Ich hole mir auch gleich mal die ganze Rüstung nach vorne. Boah, ich freue mich schon, wenn die fertig ist. So, das heißt wirklich gerade mal schnell warten, bis es fertig wird. Mit Werkstattsmelter kann man das nicht machen, ne? Nö. Ja, hier ist... Ja, hier haben wir einen lieben Streetlegger. Ich weiß nicht, ob er diese Folge schaut. Der ist ja jetzt im Urlaub. Okay, ich schlüpfe so aus. Street, wenn du das jetzt schaust, dann hau ich dich mal. Du bist im Urlaub, du darfst dich mal entspannen. Aber wie die liebe Sorte gesagt hatte, ja, das ist der Magma-Krüppel. Der wurde zwar deaktiviert, aber meine krassen Programmierer-Skills in Java haben gezeigt, dass ich programmieren kann. Wer hätte es gedacht? Und da habe ich gesagt, ich programmiere jetzt meine eigene Mod, dass ich die Items, die deaktiviert sind, eigentlich für mich wieder aktivieren kann. Ne? Ist doch logisch. Komm, machen wir schon mal die fertig. Und jetzt brauchen wir 40 Level und hauen hier schon mal einen drauf. Was? Ah, okay. Das sagt nur... Ah, jetzt fehlen ja die Level. Das war gerade komisch. Also, nee, nicht die. Das. So, zwei Teile sind schon mal auf maximal. Also 95% von Damage wird jetzt von der Energie absorbiert. Und mir scheint gerade Übles, dass die Energie jetzt nicht, die Level jetzt nicht ausreichen werden. Muss ich vielleicht mal den Crazy oder so bitten? Die hätten noch ein paar Level über. Aber wir brauchen noch ja generell noch ein Level, weil die können wir ja noch weiter upgraden. Ah, da fehlen drei Level. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Hier auch 95%, nur noch der Helm fehlt. Komm, wo kriegen wir jetzt schnell die Level her? Da, da ist doch schon Slimes. Von denen kriegen wir jetzt die nötigen Level noch. Auch ein schön dicker. Ja, ich habe da auch eine richtig schöne Methode gefunden, Level zu farmen. Ich habe mittlerweile ja keine Probleme mehr im Nether mit den Zombie-Pigments. Die kann ich ja mittlerweile one-hitten. Ich glaube, da zeige ich es gleich einfach mal. Da lasse ich aber die Rüstung hier. Weil die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja einen direkten Weg zu einer Netherfestung. Ja, und die Zombie-Pigment sind ja wirklich überhaupt kein Problem mehr für mich. Die One-Hit ich ja schon. Und das Schöne ist, dazu noch, ich kriege so viele Level davon. Also wir haben da auch einen schönen Platz in der Festung. Einfach mal einmal durchs Gebet, durchs Gemüse fetzen. Das zeige ich euch mal gerade. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar noch was Besonderes auf die Festung, auf die Brustplatte hauen. Und ich sage es doch nochmal besser, sollte ich irgendwie gerade neben der Spur ein bisschen sein, entschuldigt das mal bitte. Bei uns ist heute ein richtig fettes Gewitter unterwegs und ich bin... Irgendwie macht das Gewitter mich heute wieder ein bisschen richtig dusselig. Also schlimmer als sonst. So,
haben wir hier schon mal Blazes. Einmal Flug. Natürlich wird die ganze Erfahrung in den Boden. Dann haben wir hier den Weg, da bin ich mit dem Streetchen lang. Und dann gleich sollten wir, wenn wir hier runtergehen und... Oh, hi. Was machst du denn hier? Und hier war eigentlich immer so ein Gebiet mit relativ vielen Zombie-Pigments. Na? Wo seid ihr hin? Hier sind die eigentlich immer in Massen gespawnt. Okay. Die haben wohl gemerkt, dass sie gegen mich keine Chance haben und sind geflohen. Aber auf der Festung drauf spawnen ja auch noch was. Was? Oh, hallo. Ja, Level kann man gerade richtig gut gebrauchen. Also, NIO ist richtig levelt heute. Ich bin fleißig geworden, nenn ich's mal. Ah, hier. Hier sind auch noch welche. Da hoppen wir jetzt mal gerade runter. Und da geht er jetzt einmal so. Und schon nochmal hier so eine XP-Dosis. Ah, du bist auch noch. Also, ihr seht schon, das gibt ordentlich Erfahrung. Komm, Alter, was ist denn hier alles am Brennen? Kann man sich mal gönnen. Ich würde aber gerne ein, zwei Erfahrungsprüppelchen mitnehmen. Ah, da unten sind auch noch einige. Na, ja gut. Wenn aber auf dem Weg ist, niemand mit, wenn nicht, auch gut. Das sollte schon reichen, um komplett die Energie aufzuknüppeln. Ui. Alter, war das knapp. Da habe ich nicht aufgepasst. Da hätte ich böse enden können. Gut. Das sollte aber, wie gesagt, jetzt an... Wenn wir reichen, um die letzte Energie drauf zu füllen. Also den letzten Capacitor. Und dann würde ich auch schon die Rüstung anziehen wollen. Also die könnte man dann schon. Alternativ kann man auch da schon in unseren Spawn und dann mal auf die warten. Also... Hier im Nether kannst du richtig gut Level farmen. Boah. Also ich bin heute echt nicht gut drauf, das merke ich schon. Und keine Sorge, ich sehe jetzt gerade, dass die Level unten weg sind, aber das ist ein Anzeigebug, wenn man die Dimensionen wechselt. Kann ich mit F3 ja wieder lösen? Nö. Aber das seht ihr jetzt spätestens, wenn wir das in die GP in den Tanker tun, in den Experience Obelisk. Weil... Das ist ein Witz. Das ist jetzt ein Witz, ne? Ja gut. Verdammt. Ja gut. Und jetzt? Mann, ich brauche Erfahrung. Okay. Dann machen wir jetzt aus dieser Folge doch noch eine XP-Farm-Folge. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber zum... Dann nochmal den Nether. Und dann hoppen wir mal doch in die, in den Blaze Spawner rein. Verdammt. Wo ist... Ja. Das wollte ich, weil ich bitte müsste hier sein. Jawohl. Ach, jemand drohen. Spawnt ihr mal bitte? Danke. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Aber das ist für einen guten Zweck.
ob der liebe Josh eine bessere Rüstung hat. Ich will mal wissen, wie viel. Also eigentlich könnte ich ja hier wirklich einfach die abschießen, aber so kriege ich mir raus. Bolzen habe ich auch noch hier genug und die sind ja nicht so teuer gewesen. Bin ich doch am überlegen, ob ich mal die Enderium-Variante machen soll. Ich werde mir aber auch nochmal irgendwann Enderium auf Vorrat machen. Irgendwie so mal ins Deck oder so. Und vor allem habe ich auch noch als Plan gehabt hier, meinem Lieben. Ne? Also. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, ich habe mir vorgehabt, mit dem lieben Spieltiger oder Dragoon oder sonstigen, oder generell jeder, der Lust drauf hat, wollte ich nochmal, sag mal schnell, ein Museum bauen. Und ich meine, gibt ja genug Möglichkeiten, wenn man hier so alles in ein Museum packen kann. So ungefähr jeden Block einmal. Die ganzen Rüstungssets, einmal die Waffen, also einmal hier komplett das Werkzeugset, einmal hier das Werkzeug von Tinkers hatte ich gedacht, das würde ich aber aus dem Menü dann machen. Obwohl, dann wäre das eigentlich schneller zu farmen. Ich meine, Enderperlen haben wir irgendwann. Böse. Ja, ich merke schon, heute bin ich echt gut dabei. Beim letzten Mal habe ich mich kein einziges Mal treffen lassen und jetzt oft. Naja. Ich will jetzt einmal so um die 15 Level haben. Also sagen wir 16. Hey du Drecksvieh. Hallo. Kannst aufsammeln. Jo, wo geht? Haben wir hier noch irgendeinen? Nö. Alter. So. Jetzt spawnen die aber hier. Einmal umdrehen. Na? Hier werden die Wicke frei. Achso, lol. Gut, 16 Level haben wir. Dann einmal hier die hier. Zack, zack. Dankeschön. Die Firma dankt. Ein bisschen Bonus-XP. Oh! Wir haben einen Wizard-Skelett-Kopf! Wisst ihr, was das heißt? Wenn wir uns den mal hier, Moment, genau anschauen. Applicable up to Kobalt. Wenn wir jetzt hier eine Kobalt-Spitzhacke, kann man hier drauf knüppeln. Vergesst es. Ich knüppel den Kopf auf eine Spitzhacke. Hätte da wohl gerne. Ich bin mal interessant, wie viele gerade gedacht haben, dass ich das machen möchte. Ich meine, du kriegst dann nur ein weiteres Mining Level. Happy Birthday. Ist ja nicht so, dass uns irgendwie Materialien fehlen. Und ich habe vergessen, Steam auszumachen. Ich antworte mal natürlich. Ich bin aber in der Aufnahme. Aber bis. Gleich. Doppelpunkt. So. Ich ziehe mich jetzt auch in den Offline-Modus. Können wir schnell futtern. Aber was ich eher sagen wollte. Wir haben drei Wizard-Skelett-Köpfe. Das heißt, das Dunkle wird bald erwachen. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Jawoll, 40 Level.
Wir brauchen unsere neue OP-Rüstung. Dadam, dadam, dadam. Einmal den Helm und Capacitor. Und dann haben wir das hier alles einmal rein und dann die Rüstung auf. Das wird euch schon voll. Jo. Und die Rüstung ist natürlich aufgeladen. So, wie können wir das noch weiter upgraden? Wir könnten noch eine Photovoltaikzelle machen und die hier drauf klatschen. Werden wir noch machen. Dann haben wir hier Solar drauf. Natürlich das Ei und so weiter würde ich mal sein lassen. Auf die Platte würde ich noch die Glider links klatschen. Dann können wir auch gleiten. Speed kann man mal machen. Würde ich mal hinten anschieben. Flippers würde ich allerdings mal machen, dass wir schnell laufen können im Wasser. Aber erstmal. Yeah. Ups. Sieht das geil aus. So. Und du kommst hier wieder ran. Gut, ich würde sagen, das ist eine äußerst produktive Folge. Wir haben jetzt eine Darksteel-Rüstung. Ey, ich mache hier momentan am Surfer echt mal Nordkorea-Wettrüsten. Es ist einfach so. Ja gut, aber ich würde dann sagen, in diesem Sinne. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt TBP. In diesem Sinne, hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald.